Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit Arezu. Ich bin Arezu und wir gehen auf eine Mission. Wir hatten hier zum Beispiel eine Operationsattacke oder besiege Gegner. Legendäre Gamma-Helix. Ja, das ist nicht schlecht. Was ich eigentlich bräuchte, wären legendäre Artefakte. Oder direkt die legendären Blaupausen. Aber das ist ziemlich gut, trotzdem. Okay, wir nehmen uns noch mit. Und jemanden, der noch Freundschaftspunkte gebrauchen kann. Zum Beispiel Vulvi. Könnte bestimmt Freundschaftspunkte gebrauchen. Spidey nicht. Storm nicht. Bei Storm ist der Levelaufstieg anstehend. Wir haben wirklich nur noch wenige, ne? Wir haben Wolverine, wir haben Venom. Morbius natürlich, ja. Tony. Nehmen wir Tony mit? Ja, warum nicht? Besiege Gegner, da ist er jetzt generell ganz gut drin. Er hat ja seine Massenattacken, die zum Teil sehr hilfreich da sind. Tipp zum Gameplay. Jeder Held verfügt über eine legendäre Midnight Sun-Fähigkeit und einen Midnight Sun-Anzug, die er oder jeder Held. Was ist mit Hulk? Ich meine, ja, Hulk hat das offenbar auch, aber ich weiß nicht, wie man es freischalten kann. Vielleicht kannst du ihnen eine Lektion erteilen, die sie nicht vergessen werden. Kein Problem. Okay. Dann sammeln wir den doch hier erstmal ab. Lass dir das von mir eine Lehre sein. Alter, ein Konter und zwei Resistenz. Ja, ich meine, damit können wir direkt den Dost dann starten, ne? Was ist mit Überlass das mir? Ziehe zwei Karten. Ja. Ich würde sagen, wir brauchen Überlass das mir gerade nicht. Der schützende Angriff ist immer gut da zu haben, aber okay, jetzt kann ich das Sprengen nicht mehr vernünftig benutzen. Ne? Na gut, dann kann ich auch das Umzingelt nehmen. Levelaufstieg, sehr schön. Blutdurst. Denk dran, wer angefangen hat. Okay, dann können wir den hier angreifen. Natürlich hat er momentan kein Bluten drauf. Moment, erstmal der Morgenstern. Okay, macht keinen Unterschied bei der hier. Du lässt mir keine Wahl. Vor Jahrhunderten. Okay, und jetzt ziehen wir den doch lieber wieder zurück auf Hunter. So, sehr schön. Außerdem der Assassine hier, der Scharfschütze, na gut. Kann nichts machen gerade, das ist ganz gut. Außerdem können wir den hier mal da reinschubsen. Ich denke, das war gar kein schlechter erster Zug. Der hier macht nichts. Der hier der hier greift Hunter an, aber Hunter hat einmal Resistenz. Ja, wir sind so ziemlich allem Schaden dann entgangen. Oh, nee, doch nicht. Hunter bekommt ein klein bisschen was ab. Okay. Okay, der Winkel macht mir hier gerade Sorgen wegen des Risses. Au. Kaum ein Kratzer. Okay, robust. Immerhin haben wir nicht die Schwächung abbekommen dort. Nicht Verschwächung, verwundbar. Sind ja unterschiedliche Dinge. Oh, die stehen hier aber schön. Die sind mir unangenehm. Zwei von den Scharfschützen. Sie haben es auf mich abgesehen. Sind sie wenigstens stärker, als sie aussehen?
Okay, Morbius, schubst den hier mal bitte hier rein. Der da stand wirklich am äußersten Rand dafür. Okay, wir haben hier den Schnellschuss einmal, das ist gut. Ihr solltet mal bei der Gewerkschaft vorsprechen. Ich glaube nicht, dass ihr schon auf unserem Niveau kämpfen solltet. Ja, hier können wir ein paar Leute schwächen mit dem heiligen Strahl. Dann tun wir das einfach mal. Der hier doppelt sich natürlich. Sie ändern ihr Vorgehen. Okay, bei K.O. bekommen wir hier einen Konter. Das heißt, wir sollten mal jemanden K.O.'n. So kriegen wir den leider nicht K.O. Ah, Moment, den können wir in Hand da reinwerfen. Das ist nicht schlecht. Okay, wir hätten hier das Verbergen für Morbius. Sollten wir das benutzen? Ich bin nicht ganz sicher. 226 und der hat eine Schwächung drauf. Ja, dann heben wir uns das noch auf. Schützender Angriff behalten wir hier noch. Okay. Dreimal nachziehen. Warum haben wir hier dreimal nachziehen plus 1? Eigentlich sollte es zweimal nachziehen plus 2 sein, um auf die 4 zu kommen, ne? Okay, wir reduzieren hier mal die Heldenmutkosten. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Wollen wir das eventuell direkt benutzen? Ja, wir könnten damit den ausschalten. Dann wollen wir das benutzen. Denn die Scharfschützen sind mir etwas unangenehm. Du hattest mein volles Vertrauen. Jetzt nicht mehr? Okay, das war das. Gut, dann geht's weiter. Au. Ja, der visiert im ersten Zug immerhin nur an. Oh, nein, jetzt ist er verwundbar und ich glaube, die Hunde greifen ihn noch an. Oh ne, die Hunde greifen Hand an. Okay, wunderbar. Au. Verwundet, wie gemein. Die stehen hier aber schön verteilt. Das wäre ganz gut für einen AE dort. Ich bin gleich hier. Okay. Tja, was wollen wir machen? Sprengen wollen wir nicht so direkt benutzen. Okay. Gezielter Angriff ist nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir packen tatsächlich die Nebelform mal weg. Klingensturm. Okay, Klingensturm ist nicht schlecht. Ich müsste jetzt nur noch einen Haufen Heldenmut bekommen. Weiß nicht woher. Okay, erst einmal sorgen wir dafür, dass der hier keine Probleme mehr macht. Au. Das wird bestimmt gut.
So, damit wird der aufgedeckt. Das ist gut. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Tja. Okay, das Verhören brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir sind nicht in der Position, das zu benutzen. Klingsturm können wir auch gerade nicht wirklich benutzen. Heiliger Funke schon besser. Tja, gezielter Angriff. Jetzt hat er... verdammt. Ja, jetzt können wir das nur noch weniger benutzen. Ja, aber wir haben noch den Schnitt. Und eventuell... Oh, Moment mal. Ja, okay. Ich wollte eigentlich den hier natürlich erledigen, aber... Die zwei sind auch gut. Im Prinzip, Toni geht sowieso drauf gerade, oder? Ja, aber trotzdem, der hier wäre nervig, wenn wir ihn stehen lassen würden. Also sorgen wir dafür, dass wir keine Scharfschützen mehr auf dem Feld haben. Ja, sorry Toni, aber ich denke, das war's für dich. Autsch. Ich helfe, falls ich kann. Ah, Mann, wir können ihn gleich wieder aufstehen lassen, aber ganz ideal war es auch nicht. Okay, wir hätten hier das Wiederbeleben. Ist kostenlos, bis auf natürlich die zwei Heldenmüter. Okay, ich würde sagen, wir heilen uns erst einmal selbst, werden die Verderbnis los, bekommen zwei neue Karten. Scham ist an sich nicht schlecht. Erst einmal kann Morbius sich um die beiden hier kümmern. Bevor die noch weiter rumnerven, ne? Außerdem könnte er hier direkt weitermachen. Hier, die Heldenkombo brauchen wir gerade überhaupt nicht. Oh, nicht der richtige Winkel. Okay, Hunter. Oh, nicht die richtige Stärke. Okay. Zielter Angriff können wir mal weglegen. Heiliger Strahl, nicht schlecht. Ah, die stehen aber alle nicht gut. Okay, der Schattenschlag hat die Verkettung. Zack und zack. Für jedes Morbius-Ziel ziehen wir eine Karte. Okay, das sind nur die zwei, aber... Trotzdem gut. Das Spiel muss überlegen, was da gerade passiert ist. Ich bin beeindruckt. Okay, wir haben hier theoretisch noch das eine Manöver. Ja, okay, wir können den dort reinschubsen. So, Schwächung und provoziert eigentlich. Ja, ich habe schon wieder Schwächung und verwundbar verwechselt. Okay, wir benutzen einfach die Nebelform. Und jetzt haben wir immer noch genug übrig, um Toni wieder aufstehen zu lassen. Daneben. Au. Oh, doch nicht auch. Muss ganz ehrlich sagen, den Hydra-Care habe ich komplett übersehen.
Aber sag's nicht weiter. Ja, okay, wir machen das hier so. Oh, Blutung. Das ist nicht schlecht. Vorbeteilsband, auch nicht schlecht. Ich bin im Vorteil. Okay. Ich will die jetzt nicht alle gleichzeitig besiegen, weil ich die Kiste noch öffnen möchte. Andererseits, Heilige Flamme ist eh gerade kostenlos. Du hast gelübt, dass du noch atmest. Angriffsessenz, okay. Und zack. Lass ein paar für uns. Und haben wir noch eine Aktion? Ja, hier schützender Angriff. Sonst könnte es theoretisch sein, dass noch nur ein bisschen Verstärkung kommt, aber ja, das sollten wir verhindert haben jetzt. Ich bezweifle, dass diese Abreibung Ihnen eine Lehre ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, das war okay. Wenn wir bei der letzten Mission schon 2 Sterne bekommen haben, dann bekommen wir hier einen. Na gut. Ich dachte, dann bekommen wir hier auch 2. Na gut, dann nicht. Tipp zum Gameplay. Die Helden, die du auf Missionen mitnimmst, sind am Abend am wahrscheinlichsten zum Abhängen verfügbar. Na, dann gucken wir mal, ob das heute auch zutrifft. Wenn ja, mit wem davon wollen wir reden? Ich glaube, Toni hängt ein bisschen mehr zurück. Aber ich könnte auch ein paar Komplimente, glaube ich, noch verteilen. Wir haben tatsächlich einen Abhängen, sehr schön. Ja, und beide sind ziemlich dicht dran. Hallo. Hunter. Ja, okay, wir haben gar nicht die... Oh, ganz schön rüstig für eine wiederbelebte Leiche aus dem 17. Jahrhundert. Ja, wir haben gar nicht die große Wahl. Der einzige, mit dem wir abhängen können, bei dem es sich noch lohnt, ist Toni. Also bei dem es sich lohnt vor, im Sinne von Freundschaftspunkten. Ein Film schauen mit Toni. Wenn du nochmal stirbst, können wir dich dann wieder zurückholen? Ich habe keine Ahnung. Strange redet dauernd von fast unvorstellbarer Macht und Artefakten seltenster Art, die deine erste Wiedererweckung kostete. Angenommen, wir hätten das alles, würde es funktionieren? Das hoffe ich. Warum? So funktioniert das nicht. Was immer du vorhast, hör auf. Möglich. Klingt, als hättest du einen Plan. Machst du Witze? Ich habe 5 Pläne. Wenn du der Schlüssel zu all dem bist, ist das Einzige, das zählt, dich am Leben zu halten. Ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird, aber für alle Fälle bereite ich mich lieber darauf vor. Clever. Du meinst genial. Und ja, das bin ich. Gut, was geben wir ihm? Die unautorisierte Biografie von Captain Marvel. Jetzt kaufen, limitierte Auflage aufgrund des bestehenden Rechtsstreits mit Carrie Danvers. Das ist schon ganz witzig, aber... Oh, einmal eine Fanfic-Anthologie. Ja, das ist passender. Geschenk geliebt. In Rot und Gelb wäre es schöner. Sonst ist es perfekt. Ach, halt die Klappe, Toni. Okay, 2 Abteil-Outfits. Sehr schön. Da haben wir ihn. Und Anpassung. Und sein Abteil-Outfit ist Heimatmannschaft. Ja, ein Avenger-Shirt nehmen wir. Und was bekommen wir? Wir bekommen Tanktop Rot. Ja, okay, klar, warum nicht? Unser Kleiderschrank ist ziemlich voll, ne? Okay, dann würde ich sagen, können wir hier die Folge beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.